Herzlich willkommen. Wir sind auf dem Weg von Advent zu Weihnachten. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, hier in der Kirche in Hodenhagen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wir hören das Lied 1, dieses Lied auf der Orgel, gespielt von Nicole Lohse. Wir wollen beten. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Amen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Ja, das ist eine schöne Vorstellung, finde ich, gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben. Kurze Tage und viel Dunkelheit, Shutdown und Abstand, Unfrieden und Zukunftsängste und vieles mehr. Manchmal fühle ich mich in dieser Zeit eher wie eine vertrocknende Blume am Wegesrand. Doch dann fällt mir dieses Sprichwort ein, wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Gott hat uns hingesät, in unser Leben, an unseren Platz. Mir fallen manche Situationen ein, in denen ich in der Spalte einer Asphaltdecke der Straße oder an einem Felsvorsprung eine kleine Blume blühend gesehen habe. Hingesät, an einer schwierigen Stelle, aber dennoch so eine überraschende Schönheit und Kraft. Mir fällt auch die Adventszeit ein, in der wir jetzt leben. Inmitten von November und Dezember, den so dunklen Tagen, Erwartung, Hoffnung. Am Adventskranz brennen seit gestern 4 leuchtende Kerzen. Auch der Weihnachtsbaum mit seinem Schmuck und seinen Lichtern nimmt uns mit in die Wärme und erhellt mit seinem Leuchten die Dunkelheit. Ein heller Schein statt Dunkelheit, Hoffnung statt Resignation. Und wodurch? Auf einer Karte, die ich vor kurzem bekommen habe, steht es: Mein Sohn hat Geburtstag. Frohe Weihnachten, euer Gott. Gott sendet seinen Sohn zu uns. Er lässt uns nicht im Stich. Die Hirten damals waren begeistert. Die drei Weisen beglückt. Viele Menschen von damals bis heute sind angerührt, getröstet, gestärkt, mit neuer Lebenskraft ausgestattet durch Gottes Sohn. Sie ziehen Kraft und Leben aus dieser Begegnung, aus dem Glauben an ihn. Viele blühen auf durch ihn. Das ist die eine Seite von Weihnachten. Die andere Seite ist, wenn du blühst, erfreust du deine Mitmenschen.
Oder wie es der Lehrtext von heute sagt aus 1. Johannes 3, Vers 18. Meine Kinder, lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Von Gottes Liebe abzugeben, die zu Weihnachten im Senden seines Sohnes Jesus so sichtbar wird, bringt auch anderen Menschen Licht und Liebe, Mut und Freude. Jeder von uns kann Liebe in seinem Lebensumfeld weitergeben. Ein schönes und, wie ich finde, berührendes Beispiel wird deutlich in der Geschichte von Birgit Kummer. Die Geschichte heißt Die Gratulation. Folgendes hatte sich in einem ICE zwischen Berlin und Leipzig zugetragen. Da betrat eine Frau, Anfang 30, mit zwei Kindern den gut besetzten Speisewagen, am Arm einen Korb voller Rosen. Mit freundlicher Stimme bat sie um Gehör. Sie sei, sagte sie, die Tochter des Lokführers und ihr Vater habe heute mit diesem Zug seine allerletzte Fahrt im Führerstand der Lok vor seinem Ruhestand. Er habe Zeit seines mehr als 40-jährigen Berufslebens immer bedauert, dass er nie persönlich Kontakt haben konnte mit den Fahrgästen, die er beförderte. Und so habe sie sich gedacht, dass heute doch eine gute Gelegenheit dafür sei. Und ob sie denn allen Fahrgästen eine Rose aushändigen dürfe, die diese wiederum bei der Ankunft in Leipzig ihrem Vater überreichen würden? Es war einen Moment still im Speisewagen. Aber dann hat jeder mit staunendem Gesicht eine Rose genommen. Und als der Zug in Leipzig einfuhr, war alles anders als sonst. Keine Hektik, kein Rennen. Langsam stiegen die Menschen aus und bewegten sich auf die Lok zu. Jeder überreichte dem Lokführer eine Rose. Verbunden mit einem guten Wunsch. Und nach kurzer Zeit war der Führerstand übersät mit Rosen und der Beschenkte Tränen überströmt. Am Rande verfolgten mehrere Reisende aus Indien und Japan das Geschehen und schossen unzählige Fotos. Kann sein, sie erzählen zu Hause, dass in Deutschland die Lokführer nach jeder Tour mit Blumen überschüttet werden. Mag sein. Gibt es Schöneres? Lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe. Das tut uns, unseren Mitmenschen und dieser Welt gut, besonders in diesen schwierigen Zeiten. Weihnachten ist eine gute Gelegenheit dazu. Amen. Auf der Orgel wird nun das Lied aus dem evangelischen Gesangbuch Nummer 17 gespielt. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Lieber Gott, schenk mir einen festen Platz, wo feste Wurzeln mich tragen, wo ich stark und standhaft werde, wo die Samen, die du in mich gelegt hast, aufgehen, wo ich in deinem Licht wachsen kann, wo sich meine Gaben wie Blüten entfalten können, wo aus meinen Taten gute Früchte werden. Wir beten miteinander das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtstage und bleiben Sie behütet.